zum... Hallo? Gratulation, Sie wurden ausgewählt, an einem einzigartigen Spiel teilzunehmen. Alles, was Sie tun müssen, ist, 13 Aufgaben zu erledigen. Erschlagen Sie die Fliege. Sie beobachten mich gerade? Wenn Sie die Fliege töten, werden Ihnen sofort $1000 überwiesen. Scheiße. Aus einer Liste mit Leuten in finanziellen Schwierigkeiten wurden Sie ausgewählt und in 36 Stunden können Sie ein sehr reicher Mann sein. Alles, was Sie tun müssen, ist, drücken Sie bitte die 1. Wir haben eine weitere Aufgabe für Sie, nicht komplizierter als die erste. Sind Sie bereit? Sag mal, Elliot, was ist denn los mit dir? Mr. Vogler, ich bin von der Polizei. Und Sie halten Informationen zurück, während ein Verrückter da draußen Amok läuft. Soll ich Ihnen die Anklagepunkte aufzählen? Das habe ich nicht getan. Nichts davon. Rennen zwei von Ihnen durch die Gegend? Gibt's noch einen Spieler? Sie haben die Regeln geändert! Muss ich extra stehen bleiben rufen? Denken Sie, das ist ein Spiel? Das hat nichts mehr mit Fliegen erschlagen zu tun. Einige Teilnehmer denken, sie können einfach abhauen. Es gibt nur einen Weg. Wenn Sie die Aufgabe nicht bestehen, ist das Spiel beendet und Sie verlieren alles. E13 ist das Ende. Genau darauf fokussiert sich das Spiel. Zu zeigen, dass sich jeder in ein Monster verwandeln kann. Okay, Resümee zu 13 Sins, Spiel des Todes. Den Film haben wir uns gerade reingezogen, aber ich bin immer noch geflasht. Ich bin immer noch geflasht von dem Streifen. Strange. Er hat eine knallharte Story, also das muss ich schon sagen. Also mit unerwarteten Wendungen. So manchmal habe ich mir schon gedacht, so, na, da kann vielleicht der oder der dahinter stecken, aber... Ich bin am Schwitzen vom Filme gucken gerade. Das habe ich selten. Alles sehr selten. Ist ein Streifen ab 16? Obwohl er schon heavy ist in der einen oder anderen Szene. Also. Ja, also das mit den Motorradfahrern. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das ist schon eine Sache, wo ich mir sage, so Alter, ab 16. Mit der Thematik von dem Film allerdings auch noch dazu. Ist schon wagemutig von der FSK, würde ich mal sagen, aber in letzter Zeit spielt die ja sowieso verrückt. Ja. Wundert mich nicht, wenn die nicht bald auch noch irgendwelche Kinderpornos ab 18 machen und raushauen. Ja, der Film an sich ist ja schon, hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber er ist mal wieder komplett in der Versenkung verschwunden, obwohl er eigentlich bei den Machern von Insidious und Sinister ist und es sogar diverse Schauspieler geschafft haben in den Streifen, wo man sagen kann, okay, die sind doch etwas bekannter wie die Affenfresse aus Hellboy. Wo ich meine, Ron Perlman. Ron Perlman. Ja, und diverse andere. Der Hauptdarsteller spielt auch bei Jason vs. Freddy mit. Und wir spielen noch alles mit, noch der dicke Kerl von Constantine. Also ich spiele eigentlich der schon Priester, auch. Ja. Ja, und auch die Schwarze, ich weiß auch nicht, wie sie heißt, die spielt bei der Serie True Blood mit. Das ist auch wiederum. Die einzig coole Schwarze, die da spielt. Nee, und die Thematik des Films ist eigentlich das, was einen so mitfiebern lässt. Vor allem, wenn man selber nicht gerade die Sonnenseite des Lebens genossen hat. Ja, vor allem, ja. Was würde man wirklich machen, wenn man komplett am Arsch ist? Wenn man Schulden hat ohne Ende und man weiß nicht wohin und man will eigentlich bloß Gutes tun. Wie weit dann, ist man bereit genau, zu gehen? Genau, wie weit ist man bereit zu gehen, um dieses Ziel zu verfolgen, dass man wirklich auf einen schnellen Heißgewinn und einfach von 0 auf 100 ein besseres Leben hat. Ja, das Spiel des Todes. Ja. Anfangs, wenn man sich noch denkt, so, ja, okay, das sind ja Kinkerlitzchen, das sind eigentlich schon Spielereien für ein paar tausend Euro oder Dollar quasi. Ich muss sagen, die Aufgaben, die gestellt werden. Ja, die Aufgaben, die einem anfangs gestellt werden, die kommen jetzt so simpel vor. Erschlage eine Fliege, kriegst du... 5000 Dollar. 1000 waren es am Anfang. Erstmal die 1000. Ja, für 1000 Dollar eine Fliege erschlagen. Dann kommt der nächste Anruf auf deinem Handy.
wo du die Anweisung bekommst, so ja, für 3.522 Dollar und keine 60 Cent, frisst die Fliege. Ja. Denkt man sich so, okay, ist ein bisschen strange, aber hey, es ist Geld. So, wenn ich den Anruf kriegen würde, ja, hallo, Martin, also, wenn Sie jetzt das tun würden, wie zum Beispiel, wie Bruder schon gesagt hat, Fliege töten, Fliegen essen, kriegen Sie das und das. Die Bedingung ist halt, du musst halt diese 13 Aufgaben erfüllen, du kriegst dann auch immer mehr einen Heißgewinn, kriegst immer mehr Kohle. Das sind die Millionen. Das sind die Millionenbeträge, dass du da auch wirklich ein gemachter Mann bist, dass du nie wieder arbeiten brauchst etc. Aber sobald du abbrichst, ist das Geld futsch. Das heißt, wenn du es dann machst, musst du es wirklich durchziehen bis zum Schluss. Und ja, und du hast dann, wenn du es abbrichst, hast du das Dingens. Die Fahndungslevel, wollte ich gerade sagen. Genau, weil... Wird ja, mit dir geahndet und... Geht ja teilweise schon wirklich... Also das heißt teilweise, es geht halt wirklich in die kriminelle Schiene. Mhm. Und man wird damit gelockt, dass wenn du es durchziehst bis zur 13. Aufgabe, werden wir alles dafür tun, dass sie unschuldig wieder rauskommen. Ohne Konsequenzen. Und das ködert einen natürlich weiter. Vor allem, wenn man schon ein bisschen was auf dem Kerbholz dadurch hat. Brichst du ab, weißt du so auch, ja... Brichst du ab, weißt du ganz genau, so scheiße, ich bin genauso pleite wie vorher, nur mit dem Unterschied, ich bin halt dann noch 20 Jahre im Knast. Ja. Ich habe auch diesen Film mitgebracht und auch empfohlen, so den könnten wir heute mal gucken, weil der auch, wie wir jetzt schon gesagt haben, die Grundthematik des Schlafens ist eigentlich echt gut. Und man hat mich davor auch noch leicht belächelt, so nach dem Motto, kann doch nicht so schwer sein, will ich auch tun. Ja, aber es kommt dann irgendwann wirklich dieser Punkt, wo du sagen würdest, fuck, da bist du dann wie in der Mafia, du bist dann in diesem Ding drin und du kommst nicht mehr raus. Ja, die ersten vier Aufgaben hätte ich jetzt gesagt, okay, wenn du es geschickt anstellst, kriegst du es noch hin, ja. Ohne dass du irgendwie Probleme kriegst. Bei der dritten Aufgabe hätte ich mich echt schwer getan. Echt, du brauchst dich aber bloß vor das Kind stellen. Ja, bring ein Kind zum Weinen. Ja. Ja. Nee, aber so wie es er gemacht hat, das ist schon, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich nicht so über die Lippen gebracht. Das war schon hart. Ich hätte mir vielleicht so ein ganz kleines Kind gesucht, aber so, wow. Ja. Und dann, dann wäre es cool gewesen, aber war so krass, das hätte ich jetzt echt nicht übers Herz gebracht. Also da muss ich wirklich sagen, da bin ich ja weicher geworden, was das angeht. Also ich muss aber schon sagen, also man hat auch wirklich verdammt viel Mitgefühl, auch mit den Hauptdarsteller. Also machst du es oder machst du fieberst nicht. Richtig ja. Mit dem mit. Also Alter, wenn du der bist, was würdest du tun, wenn du in dieser Situation wirst? Ryan ist ein ganz ruhiger, in sich gekehrter, der eigentlich nie das Maul aufreißt, wird von seinem Job gefickt, weil er nicht die harte Versicherungsvertreter-Sau ist, die andere Leute halt einfach über den Tisch zieht, ne? Und dafür wird er gefeuert. Und er schafft es dann nach dem Feuern nicht einmal zu seinem Chef quasi Arschloch zu sagen oder so. Ne? Und der soll das alles dann einfach durchziehen. Und das ist einfach so dieses so krass, schafft er das? Und das ist einfach verdammt gut dargestellt, wie er das auch hinkriegt. Ja. Er ist halt auch ein sympathischer Idiot, wenn er es so hernimmt. Ja, wunderschöne Freundin, will ja alles bieten, hat auch noch einen behinderten jüngeren Bruder, um den er sich kümmert, weil der will halt nicht mehr ins Heim und etc. Und er schaut halt irgendwie, dass er alles unter einen Hut bringt. Ja. Schafft es aber nicht, weil einfach die Gesellschaft, dieses Leistungskommunen-Ellbogengesellschaft, den so fickt bis zum geht nicht mehr. Also man hat wirklich Mitgefühl, wo du denkst, hey, der will doch eigentlich niemandem was Böses. Der hätte doch eigentlich was Besseres verdient und das sieht er ja selber auch. Und dann kommt er halt wirklich in dieses diabolische Spiel rein, wo es halt wirklich keinen drin gibt. Und es macht richtig Spaß, bis zum Ende damit durchzufiebern. Spoilers. Ja, ich weiß. Das ist Talent. Nee, aber was ich zum Beispiel noch empfehlen kann, ist, wenn sich... Ich meine, schaut es euch im Internet an, ist kein Thema, aber wenn sie den Film irgendwo auf einem billigen Kruschtisch irgendwo sieht sie Müller oder sonstiges, für 6-7 Euro ist ja tausendmal ein Kauf wert. Oder wenn ihr mal irgendwo bei einer Filmbörse seht, dann seht ihr bei einem Krabbeltisch oder so, was ich mir nicht vorstellen kann, weil dafür ist er viel zu gut. Ja. Auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja. Vor allem, der macht Spaß auch in der Runde, haben wir heute gesehen. Ne? Ja, also das jeder fiebert mit. Man kann ihn immer wieder zeigen, wenn ihr mal wieder ein paar Leute kennt, hey, ja, weil sie mal was Cooles sehen und hin und her, weil jeder war schon mal in der Situation, wo ein bisschen das Geld knapp war und jeder hat sich schon mal gedacht gehabt, ach, wenn doch sowas wäre. Ja, was würde ich alles dafür tun? Was würdest du alles wirklich dafür tun? Weil die Thematik hatten wir heute und ich habe zufälligerweise genau den Film dabei gehabt. Ich kann auch, also
wenn ihr euch den im Internet reinzieht, schaut mal, ob ihr auch das alternative Ende findet. Ja. Gibt es auf jeden Fall bei der DVD-Edition mit da drauf. Bei der Blu-ray wahrscheinlich garantiert. Das wollte ich eigentlich hinaus, müssen, aber ich bin wieder voll vergrabbelt. Also, können wir nur empfehlen. Also alternative Enden bin ich normalerweise immer so, naja, wird schon einen Grund haben, warum es nicht draufgekommen ist. Aber da lassen wir immer noch im Überlegen, so scheiße, welches war jetzt besser? Ja, ja, nee, das hat der Regisseur extra, wollte das nicht nehmen, weil es doch dann zu düster war. Also man wollte quasi doch diese... Als wäre der ganze Film hell. Ja, man wollte doch diese, weil du hast ja permanent beim Film diesen Spannungsaufbau, ne? Die Spannung, die nimmt ja nie ab. Aber in gewissen Film, wo der Film in Fahrt kommt, ist er in Fahrt und der lässt dann nicht locker. Ja. So, das war die Parallelgeschichte mit dem Polizisten, der da irgendwie rumforscht und so weiter. Du hast halt immer diesen Spannungsanteil. Ja. Da wollte man dann am Schluss einfach dann, der Berg ist erklommen mit der Spannung und da wollten sie halt langsam, dass das wieder nach unten geht. Ja. Nee, aber ich fand das zweite persönlich besser. Also das alternative Ende. Ja, ich auch. Ja. Ich bin... Das ist so ein Ding, wo du sagst, so, boah, fuck. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt, genau. Also da diese Reichweite einfach wieder da ist. Ja. Boah, aber du willst dir dann vorstellen, das bist du. Da hast du gesagt, na, komm schon, was ist denn, was ist denn? Ich glaube, ich wäre da voll aufgegangen. Ja. Also muss ich sagen, okay, beim Fantasy Filmfest mache ich auch. Ja, aber er ist ziemlich in der Versenkung verschwunden und ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum. Ich kenne so viele Filme, die eigentlich zwar schon, wo Geld drin steckt, wo du auch merkst, das ist ein bisschen Mainstream angehaucht, aber die einfach so viel besser sind als das, was heutzutage überall gezeigt wird, vor allem was Thriller, was richtig so düstere Thriller-Stories angeht und dass das eigentlich bei der Masse überhaupt nicht ankommt. Jeder steht bloß auf Explosionen oder... Ja, kurzweilige Action quasi. Ja, kurzweilig, so Fast Food fürs Hirn. Ja. Aber keiner macht sich mehr solche Filme, solche Gedanken wie damals Sieben zum Beispiel. Sieben war ja Streifen. Du hast niemals irgendwelche Art von Gewalt gesehen und wenn dann immer bloß hinterher oder wenn er bloß so ganz dezent versteckt. Ja. Und da war eigentlich so, die Vorstellung war eigentlich so tausendmal schlimmer als der Film an sich. Und solche Filme, ich stehe da übelst drauf und ich finde es so schade, dass sowas heutzutage kein Abbildung mehr findet. Oder wenn, dann bloß einen ganz kleinen Kreis. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, würdet ihr, wie bis zu welcher Nummer würdet ihr gehen? Also wir haben ihn gerade gesehen. Also das mit dem Kaffee ausgeben, das... das mit dem Kaffee ausgeben, hätte ich auch gesagt. Ja, weil also vorher war alles eigentlich noch so ein Ding, wo du sagst, so, okay... Also mal abgesehen jetzt... Ja, irgendwie noch machbar, ne? Noch aber machbar, ja. Ich gehe jetzt mal bloß von der Situation aus, dass ich aufgrund meiner ekelhaft kolossalen Erscheinung Kindern einfach mal so zum Heulen bringen kann. Nehmen wir mal angenommen, das wäre jetzt bloß mal so, kommt ein Kind vorbei und so, und das Kind macht, und quasi die Aufgabe erfüllt. Und dann wird es weitergehen, würde ich sogar fast so weit gehen, dass ich sagen würde, bis zu 10. Bis zu 10? Oh, weil, das ist also, ja. Ohne zu spoilern, aber so, okay, das Hochzeitscrashen. Das war schon. Ja, aber was dazwischen war, ja. Das ist schon eine Ausnahme. Also nee. Also ich würde bis beim Kaffee wäre Schluss gewesen. Ich will mit noch nicht spoilern. Ja. Schneid mal raus. Das haben wir jedes Mal. Ja. Wieso, du musst bloß einen Piep einbauen. Ah, stimmt, ja, genau. Ich muss einfach bloß einen Piep einbauen oder irgend so ein Zehrdings, dann geht's doch. Ja, das guckst dir das nochmal an und dann machst du überall ein Piep rein, was komisch wird. Ja, sowieso ja. Immer. So, nee, guter Streifen, doch, hat ja gepasst jetzt. Nee, das sollten wir mal öfters machen. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich das Wochenende wieder da so in meinem Zweitwohnsitz bin, dann stöbe ich nochmal durch und schaue ich dann wieder, was nettes aussieht. Ja, dieser gute Mann, also der hat Filme, glaube ich, bis zum nächsten Millennium zu Hause, die wir durchgucken können. Also das letzte Mal, als ich vor 2 Jahren seine DVD-Regale durchgezählt habe, war ich immer bei 850. Und ich habe Serien nicht gezählt. Und Mehrteile auch nicht. Ja, also ich habe so zum Beispiel Alien 1 bis 4 habe ich als 1 gewertet, weil es in eine Reihe ist. Scheiße. Ja, da haben wir einiges, was wir noch zusammen gucken können. Und finde ich geil. Jetzt kann ich auch endlich nachvollziehen, wenn er mir sagt, kennst du den und den Film? Und ich mache, nee, kennst du den und den? Aber den hast du gesehen, oder? Nein. Oh Mann, den musst du gesehen haben. Wollen wir dem mal eine Schulnote geben oder sowas? Eine Schulnote von 1 bis 6, wobei 1 gut ist oder was? Genau, richtig. Also sehr gut.
Boah, es ist eine harte Sache. Also dadurch, dass ich jetzt immer noch so geflasht bin von dem Film, wird mir wahrscheinlich echt recht lang nicht mehr so Kopf gehen. Der spuckt dann jetzt halt lang rum. Ja, ja, allein dieser Gedanke, die Thematik. Ja, das ist ein Film, der bleibt dann jetzt halt lang rum. Die Situation, in der jeder schon gesteckt ist von uns. Ja. Oder immer steckt. Ja. Wirklich, ich kann anrufen. Ich wäre für eine... Der ist so gut aufgebaut, das ist eine 1. Finde ich. Der ist durchweg spannend, baut sich auf. Man belächelt den am Anfang mit der Fliege. Ja, und die ersten zwei Aufgaben, was ist das? Die dritte eigentlich auch noch. So. Und dann wird es halt immer heftiger und dann... Ja, keine Ahnung. Ich finde ihn echt sehr gut. Also ich gebe den auf jeden Fall von der Machart her und wie der einfach aufgebaut ist und die Schauspieler. Habe ich jetzt nichts Positives dran sehen. Und vor allem mit dem alternativen Rennen. Nichts negativ. Positives dran. Negatives, verdammt! Der war so schlecht, der kriegt eine 1. So, jetzt habe ich auch schon meine 100 Euro gewonnen. Nein. mir ist nichts Negatives aufgefallen. Also die Schauspieler, die waren allesamt super. Hat ein krasses Ende. Derbe Wendungen. Das alternative Ende ist Bombe. Ich sag eine 1. Also eine 1 auf jeden Fall. Also ich persönlich würde jetzt mal sagen, nachdem ich ja sehr viel Shit schon gesehen habe und sehr viel Gutes und sehr viel Schlechtes, würde ich da immer hingehen. Aber ich nicht mal drin. Eine Fliege? Jetzt nicht mal eine Fliege da, du Spast. Eine 2. Eine 2. Okay. Ich habe immer noch 100 Euro gewonnen. Erst einmal vielen lieben Dank fürs Zusehen an alle hier. Und noch ein kleiner Gruß an meine Kollegen von Nerds Playground. Ich verfolge euch jetzt schon eine ganze Weile lang und finde, ihr habt einen furchtbar guten Filmgeschmack. Mich würde es an dieser Stelle einmal interessieren, habt ihr 13 Sins schon mal gesehen? Kennt ihr den? Und falls ja, was haltet ihr von dem Streifen? Und ja, was hat es mit diesem Vogelstrauß auf sich? Ich verstehe es bis jetzt noch nicht. Das zerbricht mir wirklich den Kopf. Aber egal, schaut euch den mal an, falls ihr den noch nicht kennt. Und sagt einfach mal Bescheid, was euer Resümee davon ist. Vielen Dank. Ach ja, wer abonniert, verliert.